und herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Ihr habt Lust auf cremiges, leckeres Erdbeereis mit richtigen Früchten? Leider hat die nächste Eisdiele geschlossen. Dann macht euch das einfach selber. Ich zeige euch ein ganz einfaches Rezept. Ich habe 150 Gramm gefrorene Erdbeeren, die habe ich schon ein bisschen antauen lassen. Dann habe ich hier 75 Gramm Joghurt, da habe ich ganz milden Joghurt, also mit wenig Fett, 1,5% Fett nur. Honig, einen Becher, wo ich das Ganze drin zusammenmische, einen Löffel und einen Mixer. Als erstes gebe ich alle meine Zutaten in meinen Mixer, den Mixbecher. Also 150 Gramm Erdbeeren, dann kommt ein Löffel Honig mit dazu. Einen Esslöffel Honig. So. Und 75 Gramm Joghurt. So, mit meinem Löffel rühre ich das einmal so ein bisschen durch. Und jetzt wird das Ganze gut mit dem Rührgerät durchgerührt. Also als nächstes kommt das Rührgerät dran. Richtig gut rühren, bis alles gut püriert ist. So, und schon ist das leckere Erdbeereis fertig. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Wer es erst später servieren möchte, kann es jetzt einfach nochmal einfrieren. Oder sonst kann man es jetzt auch einfach direkt schön in Portionen auf einem Teller servieren. Das ist jetzt wirklich schnelles Eis. Wir haben euch ja auch schon gezeigt, wie man anderes Eis machen kann, wo man wirklich lange warten muss. Aber hier kann man einfach, wenn man schnell mal so eine Portion machen möchte, wenn man Besuch bekommt und ganz spontan Eis braucht, kann man das schnell machen. Ja, es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt lecker nach Erdbeere. Und ja, ich kann es euch sehr empfehlen. Es ist wirklich eine Alternative zu Eis. Also es ist nicht ganz normales Eis. Es schmeckt aber trotzdem super lecker, ist erfrischend, ist toll für den Sommer und ist auch gesund, weil die Erdbeeren waren ungezuckert und der Joghurt war ja auch sehr mild und mit wenig Fett. Also ist das eine gute Alternative auch zu Eis. Vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen spontan. Man kann es natürlich auch mit anderen Früchten machen. Das waren jetzt Erdbeeren, aber es gibt ja viele verschiedene Früchte in der Tiefkühltruhe. Wenn man sich davon einfach mal eine Packung einfriert, dann kann man immer spontan Eis machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Eis gefällt und vielleicht auch, was eure Lieblingseissorte ist. Das würde mich mal interessieren. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, welche meine Lieblingseissorte ist. Aber es würde mich mal interessieren, welche ihr gerne mögt. Ich mag auf jeden Fall auch gerne Erdbeereis. Schaut einfach auch unsere anderen Videos. Eva hat ja schon viele tolle Eisrezepte gemacht und tolle Smoothies und unsere vielen Bastelvideos. Schaut da einfach rein, da freuen wir uns und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!